Was vor 5 Jahren an Halloween geschah, veränderte mein Leben. Seit diesem Tag ist nichts mehr, wie es vorher war. Ich wäre nicht derselbe Mensch, wie ich heute bin, wäre das damals nicht passiert. Denn vor 5 Jahren, am 31. Oktober 2013, eröffnete ich meinen YouTube-Kanal Sophie Does Random Stuff, auf dem ihr jetzt gerade dieses Video seht. Die meisten von euch wissen, ich liebe Halloween, ich liebe Feiertage generell, aber vor allem Halloween und Weihnachten sind so meine Top. Doch Halloween 2013, wie man das so als Teenager macht an Halloween, saß ich alleine zu Hause und habe auf diesen wunderschönen Kanal erstellen Button geklickt und das hat dazu geführt, dass wir heute hier sind, wo wir sind. So hat sich mein neues Leben eröffnet. Das, was ich gerade in meinem creepy Intro erwähnt habe, stimmt alles genauso. Mein Leben hat sich komplett verändert, seitdem ich meinen YouTube-Kanal eröffnet habe und heute ist er 5 Jahre alt geworden. Kerze, Happy Birthday und so. YouTube hat wirklich mein Leben verändert, hat meine Persönlichkeit verändert, die Art, wie ich mich selber sehe, die Art, wie ich andere Leute sehe, die Art, wie ich das Internet sehe und meinen Berufsweg, meine Zukunft. Eigentlich einfach alles. Ich war in der Schule plötzlich die eine, die YouTube macht. Dann war ich plötzlich die eine in der Schule, die YouTube macht, wo es sogar halbwegs irgendwie läuft. YouTube ist einfach so ein großer Teil meiner Persönlichkeit geworden. So, ich identifiziere mich einfach total damit. So, wenn ich mich selbst beschreiben müsste, bin ich halt, okay, ich bin irgendwie lustig, ich bin irgendwie bla und bla. Und vor allem bin ich YouTuber. Durch YouTube haben sich einfach so viele neue Welten eröffnet. Ich habe so viele coole neue Erfahrungen gemacht und neue Menschen kennengelernt, denen ich nie genug dafür danken kann, dass sie mir so viel beigebracht haben und so viel Neues in mein Leben gebracht haben, einfach worauf ich sonst nie gestoßen wäre. Von Beauty-Videos in Englisch zum Studio 71 Bootcamp, in dem ich zum ersten Mal mit anderen YouTubern gearbeitet habe und in diese ganze YouTube-Welt eingetaucht bin, bis zu ganz vielen neuen coolen Projekten, die dadurch entstanden sind. Durch YouTube durfte ich reisen. Ich war nie der Mensch, der groß rumgereist ist. Viele von euch wissen auch, ich kann nicht fliegen, aber ich war in Berlin. Oh mein Gott, Berlin! Ganz oft durch YouTube. Ich war in Brüssel, im Europäischen Parlament. Ich war in Köln, ich war in München. Ich habe so viele Dinge gesehen, die ich ohne YouTube nie gesehen hätte. YouTube hat mir schon immer so unglaublich Spaß gemacht. Ich wollte Leute zum Lachen bringen. Ich habe einfach bemerkt, ich bin jemand, der, egal ob es auf meine eigenen Kosten sind oder auf Kosten von irgendwelchen anderen Leuten, Witze macht und einfach Leute zum Lachen bringen will. Sei es auch, dass Leute nicht mit mir, sondern über mich lachen. Den Tag von jemandem, wenn es auch nur ein bisschen ist, besser machen. Das war schon immer so meine Mission. Ich habe YouTube angefangen, als ich 12 Jahre alt war. Das ist 8 Jahre her. Mein großer Bruder hat mir damals Videos von Cold Mirror gezeigt und ich fand sie unglaublich lustig. Ich wollte auch was machen, was Leute zum Lachen bringen kann, sei es jetzt komplett doof oder auch schlau gemacht. Ihre Videos waren ja immer so ein bisschen mit so einem Twist-Hintergedanken so und ich fand es unglaublich cool und ich habe mit 12 meinen ersten YouTube-Kanal eröffnet, den gibt es mittlerweile nicht mehr. Ich habe ein paar Videos darauf gemacht, aber dann relativ schnell auch wieder aufgehört, weil es mir dann doch irgendwie peinlich war, dass irgendwelche Leute aus der Schule das sehen oder so. Aber ich hatte trotzdem immer wieder Ideen im Kopf, die nicht weggegangen sind, wo ich mir gedacht habe, das würde so ein cooles Video ergeben und ich habe mir das aufgeschrieben und hier und da auch was gedreht und es nicht hochgeladen, aber dieser Gedanke von, ich will Videos machen, der ist nie weggegangen. Wirklich. Und dann am 31. Oktober 2013 habe ich diesen Kanal hier, meinen zweiten Kanal Sophie Does Random Stuff eröffnet, den ich seitdem auch nie umbenannt habe. Der heißt schon immer so. Jeder YouTuber hat da wohl so seine eigene kleine Geschichte. Sag mal, Melissa, warum hast du eigentlich mit YouTube angefangen? Warum habe ich mit YouTube angefangen? Bei mir war das ja ein bisschen, ja, wie soll man sagen, ein Medienunfall. Ich war ja quasi erst Moderatorin auf einem YouTube-Kanal und habe dann meinen eigenen gestartet und habe dann Breeding Unicorns aufgemacht. Grundlegend eigentlich, um Leuten, ja, das zu zeigen, was ich auch kann und Menschen zu inspirieren, vielleicht, ja, nicht Ausländer kloppen zu gehen, sondern sich lieber eine Nähmaschine zu kaufen und was zu nähen. Das ist auf jeden Fall die bessere Option, würde ich sagen. Im Großen und Ganzen war es halt so, dass ich YouTube als Zuschauer entdeckt habe, über Cold Mirror und die Synchros bis hin zu bei Titti. Irgendwann hat man darüber nachgedacht, kann man mal selber probieren, sie auszutoben, eigene Videos zu machen, bin ich überhaupt kreativ genug, mir was auszudenken? Bin ich denn überhaupt lustig genug oder unterhaltsam genug, mich vor die Kamera zu stellen? Kann ich denn überhaupt gut reden? Also bei mir ist es schon sehr lange her, dass ich mit YouTube angefangen habe. Das ist ungefähr 5, 6 Jahre her und ich habe damals studiert. Ich habe Medienmanagement studiert, also ich habe schon dort so ein bisschen Einblick in, ja, Filme produzieren bekommen, aber eher so oberflächlich. Aber ich habe mich so sehr dafür interessiert und auch generell stand ich schon immer gerne vor der Kamera oder auch auf einer Bühne, dass ich gesagt habe, ich will darüber mehr lernen. Und es hat so viel Spaß gemacht und dann habe ich einen YouTube-Kanal gegründet. YouTube ist toll. Es ist unser aller Heimat, aber es kann natürlich auch scheiße sein. Das, was ich an YouTube eigentlich immer am meisten gemocht habe, ist
die Community. Und damit meine ich alle, also auch die YouTuber und die Zuschauer, dass man so eins ist und dass man direkt Feedback bekommt und dass es ganz anders sich anfühlt, als wenn man irgendeine Serie guckt. Das Beste an YouTube ist nach meiner Meinung wirklich einfach die Entwicklung, wie ich schon erwähnt habe, dass man seine Kreativität fördert, dass man immer mehr sich selbst entdeckt auf irgendeine Weise auch. Weil wenn du einen Kanal eröffnest, fängst du erstmal drüber nach anzudenken, so was möchte ich machen, und vor allem ist es dann verbunden mit der Frage, was kann ich eigentlich, was bin ich eigentlich, für was stehe ich eigentlich? Das ist ja nicht nur das YouTube-Videos machen, sondern ich konnte damit ein Buch machen, ein ganzes Festival, ich konnte meine Mode bekannt machen, weil ich bin ja eigentlich Modedesignerin. Und das ist irgendwie auch das Schönste an YouTube, dass man so viele verschiedene Leute erreichen kann und seine Meinung kundtun und für Sachen einstehen, was ich persönlich finde, viel zu wenig Leute in YouTube Deutschland machen. YouTube ist toll. YouTube war für mich immer der Ort, auf dem ich mich so ausleben konnte, wie ich wollte. Irgendwie das tun und produzieren und einfach das ausleben, was in meinem Kopf war, und das in ein Video stecken und es dann raushauen und hoffen, dass die Welt es sieht und irgendwie sich denkt, geil. Dass man so viele Leute kennenlernt, die man sonst ohne YouTube nie getroffen hätte. Ich habe so viele coole Leute kennengelernt, so viele neue Geschichten gehört, und mein Freund zum Beispiel kenne ich auch über YouTube, was viele nicht wissen. Er war ein Zuschauer. Psst. Seht ihr übrigens meine Kontaktlinsen? Aber YouTube kann auch echt nervig sein. Das Schlimmste an YouTube war für mich immer, dass man sich sehr schnell auf Zahlen fixiert. Also so, warum habe ich nur so und so viele Aufrufe? Warum hat das Video viel mehr Aufrufe? Warum hat YouTuber XY mehr Aufrufe und ich nicht? Wie kann das sein, dass die Abonnenten plötzlich langsamer steigen oder die Likes weniger sind oder diesmal so viele Dislikes da sind? Ich finde, das blockiert immer sehr, sehr die Kreativität. Man fängt an, sich ungewollt, auch wenn man es nicht möchte, man fängt an, sich zu verbiegen. Finde ich das Schlimmste an YouTube, dass nicht der gute Content der erfolgreichste ist, außer kurz gesagt sind die besten Jungs und sie haben alles verdient, was sie bekommen, sondern dass halt einfach unfassbar viel Trash in den Trends ist und also wirklich, ich kann es nicht glauben, was die Leute teilweise konsumieren. Ich persönlich würde mir für YouTube Deutschland wünschen, ein bisschen mehr Kreativität und ein bisschen mehr, ja, Kultur, kann man das so sagen? Der Algorithmus. Also ich glaube, so das Schlimmste ist tatsächlich wirklich der Algorithmus. So viele haben Angst vor dem Algorithmus. Irgendwie muss er ja da sein, damit Videos gerankt werden. Dass es halt so kommerziell geworden ist, zieht das natürlich auch Leute an, die das Ganze nur aufgrund von Geld und aufgrund von Fame tun. Dass man sich immer mal verpflichtet gefühlt hat, ein Video zu machen, wobei man eigentlich keine Zeit oder keine Motivation oder auch einfach mal keine gute Idee dazu hatte. Wir alle sind geknechtet vom YouTube-Algorithmus und das kann den Spaß und die Motivation daran halt auch echt einfach mal mega in den Boden hauen. Jetzt 2018 ist es leider so, dass ich durch mein Studium nicht so viel Zeit habe, ganz viele Videos zu produzieren oder wirklich große Projekte zu machen, auf die ich teilweise mega Bock hätte. Auch dieses Video hätte eigentlich was Größeres sein sollen, aber hat sich dann leider zeitlich einfach nicht so ergeben. Ich werde trotzdem nicht aufhören. Ich habe immer mal darüber nachgedacht, mit YouTube aufzuhören, aber irgendwie war immer im Hintergrund dann diese neue Idee für ein Video, wo ich mir dann dachte, nein, du machst kein YouTube mehr. Aber die Idee war da und irgendwann ist dann doch ein neues Video daraus entstanden. Ich wollte ab und zu mit YouTube aufhören, aber irgendwie war es dann doch immer noch so, dass ich der Meinung war, nee, ich will weitermachen, es macht einfach Spaß, das ist mein Hobby. Und ich glaube, ich hätte ohne YouTube unglaublich viel Freizeit plötzlich und es würde sich sehr leer anfühlen. Es ist, glaube ich, so ein großer persönlicher Teil, zumindest in meinem Leben. Und ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, aufzuhören momentan. Meine persönlichen Lieblingsvideos von mir selbst sind meine Roast Yourself Challenge und mein T-Shirt-Rap aus meinem 100k-Abo-Special-Video. Mir haben so Musikvideosachen immer mega Spaß gemacht, auch diese ganzen vielen Clips zu filmen und die dann so ein bisschen zusammen zu schnibbeln. Und darauf habe ich mich wirklich auch immer gefreut, das da zu schneiden. Habe ich immer so mega Freude dran gehabt und ansonsten schwierig. Ich gucke meine iWoke-Up-Likes total gerne. Ich schaue immer mal meine alten Videos, wenn mir langweilig ist. Meine iWoke-Up-Likes fand ich auch mega cool damals. Ich habe auch teilweise auch so ewig lang einen ganzen Tag dran gedreht und dann ganz viele kleine verschiedene Clips gemacht und hatte dann auch, wenn ich fertig war mit dem Drehen, immer so mega Bock, das gleich zu schneiden. Und ja, meine iWoke-Up-Likes und meine Musikvideos sind wahrscheinlich meine persönlichen Favorites, einfach vom Produzieren her und so. Und natürlich Collaborations, also das Video mit Joey war total lustig, das mit Danergy, mit Sina sowieso, die haben einfach alle so mega viel Spaß gemacht. Und ja, ich hoffe auch doch, dass ich in Zukunft mit ganz vielen anderen YouTubern wieder collaben kann. Und das ist eigentlich einer, wie gesagt, eine der tollsten Sachen, dass man durch YouTube so viele neue Leute kennenlernt, mit denen man ganz viel neuen, coolen Stuff produzieren kann, der vorher nicht da gewesen wäre. So, kommen wir zum sappigen Teil dieses Videos. Danke an alle YouTuber, mit denen ich jemals collaborated habe. Ihr habt, wie ich schon oft gesagt habe in diesem Video, mein Leben, jeder einzelne von euch, ein bisschen in eine Richtung gelenkt und es ein bisschen verändert. Einfach alle Leute, die immer mega nett zu mir waren, mit denen man auch
freundschaftlich einfach war, ohne diese ganze YouTube-Sache. Danke an alle Leute, die in diesem Video mitgespielt haben. Ein paar von euch meine ich auch hier mit. Ich hoffe, jeder, der es sieht, fühlt sich dann auch angesprochen. Keine Ahnung, ich will hier keine Namen aufzählen, weil ich 100% weiß, dass ich jemanden vergessen werde. Ich bin mittlerweile 20. Es ist unglaublich surreal für mich, zurückzuschauen. Ich sehe in meinen Videos ja auch immer, wie ich aussah damals. Und ich finde, YouTube ist so ein bisschen so ein Videotagebuch für mich geworden. Ich kann sehen, was ich mit 15 so gemacht habe, womit ich mich beschäftigt habe, wie ich aussah, was ich angezogen hatte, wie ich so drauf war. Dann mit 16, mit 18, mit, keine Ahnung, mit 20, vielleicht auch dann mit 25, je nachdem, wie lange ich auf dieser Erde verweilen werde. ja. Ich will nicht emotional werden. Ich finde sowas mega scheiße bei solchen Specials. Das ist so mega, als wäre das ist so fake, aber vor allem, ich habe so Kontaktlinsen drin. Ich will jetzt nicht heulen. Dann natürlich ganz, ganz großes Dankeschön. Ich heule. Nee, ich will nicht heulen. Jesus. Puh. Ich hätte nicht gedacht, dass das so emotional wird. Das ist das Gruseligste an diesem Video. So ja, die heult. Ich war noch nie heult auf meinem Kanal, ja, also noch nie. Ganz, ganz, ganz großes Danke an meine Community. Ich weiß, das sagt jeder YouTuber in solchen Specials und so, aber ohne euch gäbe es mich nicht. Ohne euch gäbe es diesen Kanal nicht, so wie er ist. Ohne euch wäre ich nicht die Person, die ich heute bin, weil ohne euch wäre mein Kanal für immer und ewig auf 0 Abonnenten geblieben. Ich hätte wahrscheinlich keine Lust mehr gehabt, Videos zu drehen und ich wäre einfach nicht der Mensch, der ich heute bin. Und ich möchte einfach für jeden einzelnen Danke sagen. Ein paar bestimmte Leute, ihr wisst, wer ihr seid, mit denen ich auch mehr zu tun habe, als einfach nur diese Zuschauer-YouTuber-Geschichte. Ihr wisst, wer ihr seid. Ich bin unglaublich dankbar dafür, dass ihr mich immer so unterstützt habt. Auch jetzt in der Zeit. Mein Kanal ist ja jetzt irgendwie seit anderthalb Jahren oder so, so ein bisschen stehen geblieben. Nicht mehr größer gewachsen. Ich bin jetzt nicht krass im YouTube-Biss, das weiß ich. Aber es gibt trotzdem die Leute, die immer meine Videos schauen und mir immer Kommentare schreiben. Und ich meine, ich antworte immer mal drauf, aber ich weiß, teilweise wisst ihr wahrscheinlich gar nicht, wie viel mir das alles bedeutet und wie wichtig mir das alles ist. Und ja, einfach mal ein ganz, ganz großes Dank an alle, die von Anfang an dabei waren, die seit gestern dabei sind. Ich bin bis heute sprachlos, dass irgendwie 100.000 Leute auf diesen Button geklickt haben und sich irgendwie dachten, hey, die finde ich cool oder hey, die hat mich zu irgendwas inspiriert. Und ich höre immer wieder von Leuten, dass ich euch irgendwie dazu gebracht habe, irgendwie politisch aktiv zu werden oder mal euren Eltern die Meinung zu sagen über Homophobie oder keine Ahnung. Oder auch einfach nur, dass ich euch so ein bisschen zum Lachen gebracht habe. Und ja, sowas macht einen Tag lebenswert. Ich heule. Nein. Ich will meine Kontaktlinsen nicht ausheulen. Jesus, warte. Die waren teuer. Ah. Ja, genug Happiness. Ich sag einfach nur auf die nächsten 5 Jahre vielen Dank, dass ihr dabei seid und einfach danke. Hallo Sojakekse, was geht ab? Hey Sojakekse, was geht ab? Hey Sojakekse, was geht ab? Hey Sojakekse, halt dein Schnauze! Hey Sojakekse, was geht ab? 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 Was bei mir abgeht, ist, dass ich gerade dieses Video drehe, auf dem Boden sitze und heule, weil ich drüber nachdenke, was YouTube in der ganzen Zeit für mich gemacht hat und mit mir gemacht hat und ich rede zu viel. Großes Danke an euch alle und ich würde sagen, habt ein geiles Halloween. Vielleicht eröffnet der ein oder andere ja auch heute seinen YouTube-Kanal und ja, auf die nächsten 5 Jahre. Bye-bye. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir nicht vergessen, die Sachen zu supporten, die wir wirklich gut finden und nicht anfangen, es wie auf anderen Plattformen zu machen und nur noch zu konsumieren. Es ist wichtig, dass man kommentiert, dass man ein Like da lässt und dass man Feedback gibt. Ich mache das auch tatsächlich viel zu selten, aber ich bemühe mich, das immer mehr zu machen und wieder mehr zu machen, weil es einfach so wichtig ist für die Plattform und ja, auch das ist, was halt die Plattform einfach ausmacht, was YouTube ausmacht.